alter heidnischer Brauch und symbolisiert einen Pflug, der die Felder für die Aussaat aufbricht, den Winter vertreibt und somit den Frühling einläutet. 250 Fissermänner nehmen aktiv an der Veranstaltung teil. Die Hauptfigur ist dieses Mal der Beiatzl. 3 Monate vor dem Hauptereignis wird der Bloch, ein etwa 30 Meter langer Zirbenbaum, aus dem Fisserwald geholt. Blochziehen im Jahre 2010 ist sicher ganz anders als wir vor 100 Jahren. Wir haben mit anderen Aufgaben zu rechnen und auch ganz andere Massen zu bewältigen. Mittlerweile ist das Blochziehen in Fiss eines der großen Fasnachtbräuche im ganzen Tiroler Raum. Und so haben wir so viele Zuschauer, dass wir eben mit zusätzlichen Leuten vor dem Bloch durchgehen müssen, um da die Wege überhaupt freizukriegen. Der Bürgermeister hat beim Blochziehen eine sehr große und wichtige Aufgabe, nämlich am Schluss des Blochziehens am Dorfplatz am Fonnes diesen Blochbaum zu versteigern. Es ist mit das schönste Wetter beim Blochziehen in den letzten 16 Jahren, weil wir sind jetzt das 5. Mal beim Blochziehen dabei. Er ist extrem schwer, der Baum aus, er ist schon voll. Platz Brunnen, wie man es bei uns heisst, unter der Kirche. Da wird nachher der Bäring gefangen. Der Bäring gefangen heisst, man braucht eine Verstärkung über die Steilgassen auch. Die Steilgasse geht auch ein paar Matters Kirche, wie man es bei uns in Fiss heisst. Die hat heute Nacht auch etwas verbunden. Dann scheint für ihn allen Plateau da oben zu.